Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 7. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Mond hat eine abnehmende Mondphase und das eignet sich dafür, etwas beginnen, was abnehmen soll, wie zum Beispiel abnehmen oder trennen von etwas oder kündigen oder etwas loslassen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock und läuft 1,9 Grad nördlich in Saturn vorbei, kurz darauf 3,1 Grad nördlich in Mars vorbei. Das heißt, heute ist ein Mond-Saturn-Konjunktion in Tierkreiszeichen Steinbock und ein Mond-Mars-Konjunktion in Tierkreiszeichen Steinbock. Das heißt, die wirken zusammen. Vesta ist ein Kleinplanet. Wo befinden sich diese Kleinplaneten? Weil davon gibt es mehreren. Das ist im Bereich in unserem Sonnensystem zwischen Mars und Jupiter. Das sind die Kleinplaneten oder Asteroiden und hier befindet sich die Asteroidengürtel und zu diesem Kleinplaneten gehört auch Vesta. Vesta bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Schütze, bremst ab, die Schnelligkeit nimmt ab und bis Ende des Monats bleibt fast stehen. Diese Vesta ist eine Göttin in römischer Mythologie, aber auch in der griechischen Mythologie und symbolisiert die Heim, das Zuhause, das Herd, die Feuer und hütet das ewige Feuer in ihrem Tempel, in Vesta-Tempel. Und in diesem Vesta-Tempel, wo das ewige Feuer behütet war, war eine Hohenpriesterin. Und diese Hohenpriesterin heißt Rhea Silvia. Und diese Hohenpriesterin wurde schwanger von Mars. Mars ist nichts anderes als Ares, der Kriegsgott. Auf jeden Fall wurde diese Hohenpriesterin Rhea Silvia schwanger von Mars und gebar die Zwillinge Romulus und Remus und sie gründeten Rom. Und Rom verehrte auch diese Göttin des Feuers, diese ewigen Feuer, diese Vesta. Und so heißt auch dieser Kleinplanet und diesem Kleinplanet bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Schütze. Das kann eine spirituelle Richtung geben bei den Schützengeborenen oder viele Schützengeborenen gründen gerade ein Zuhause, ein Heim. Aber das bremst momentan alles ab. Und wenn das alles, dieser Plan momentan so langsam vorangehen würde, und das ist diese Bewegung, kommt von dieser Bewegung von Vesta. Mond bekommt einen Einfluss von Sternpolis, was verspricht Erfolg im heutigen Tag. Fassies bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und das bedeutet, etwas in Form zu bringen, ein Gestalt geben. Pelagus bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und bei Sumerer wurde diesem Stern als Nunki genannt und das heißt die heilige Mutter Erde oder ein heiligen Ort. Es gibt so Kraftorten in unserem Planet und das symbolisiert diesem Stern, diese Nunki. Von Sumerer haben die Babyloner übernommen. Und die haben Nunki verehrt als göttliche Mutter.
Das heißt für uns, einen heiligen Ort zu finden, einen Kraftort zu finden, vielleicht da mal auftanken oder meditieren. Und wie wird das auf den einzelnen Tierkreis zeichnen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreis zeichnen wieder in Osthorizont auf. Das bedeutet, für die Wiedergeborenen wahrgenommen werden, diese Verlangen, aber auch etwas ins Licht zu bringen. Der Planet Merkur bewegt sich rückläufig auch in Tierkreiszeichen wieder und steigt vor Sonnenuntergang auf, und da verbergt sich die Geheimnisse, geheime Handlungen oder geheime Sprache, irgendwelchen Geheimnisse. Das kann uns auf allen wirken, wenn es um Gespräche handelt. Das ist die Geheimwissenschaft oder die Forschung, oder wir erfahren irgendwelche Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass wir etwas geheim halten sollen und momentan schweigen. Diese Merkur-Energie, diese Rückläufigkeit kann etwas bedeuten, was die Vergangenheit betrifft. Und mit dieser Energie bei vielen Menschen löst aus, dass man hinter den Kulissen schaut und erfährt irgendwelchen Geheimnisse. Die Tierkreiszeichen Stier steigt auch auf, und die Stiergeborenen werden jetzt auch wahrgenommen, und hier bewegt sich die Liebesplanet Venus. Natürlich ist die wichtige Thema bei den Stiergeborenen Liebe und Partnerschaft. Und das hat auch einen wunderschönen Einfluss von Saturn, und Saturn bedeutet, etwas in Form zu bringen, Sicherheit, Stabilität, Ordnung, und da haben die Stiergeborenen gerade Glück. Stabilität in die Liebe, Partnerschaft, das kommt alles in Form. Nicht nur Saturn, sondern es wird auch eine Mars-Energie auch da sein, und verbindet sich die beiden Liebesplanet Venus und Mars. Und das ist der Vorteil, gerade die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen, aber auch die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema, gerade die Werte und Wertschätzung und auch die Finanzen. Die Finanzen energetisch hängt Hand in Hand zusammen mit Wertschätzung, mit diesem Gefühl auch die eigenen Wertschätzung, Selbstwertgefühl. In mein anderen Kanal, und das heißt Venezianisches Liebesorakel, ich habe mehrere Kanäle, und in diesem Venezianisches Liebesorakel habe ich eine Legung für die Finanzen, und diese Legung heißt der Weg zum Reichtum, und dann erkläre ich das auch astrologisch, wenn jemand da Interesse hat. Aber das zurück zum Zwillingsgeborenen, das ist jetzt gerade wichtig, die Werte, die Wertschätzung, das Selbstwertgefühl oder Wertschätzung, Verlangen von anderen oder Wertschätzung zum anderen gegenüber zeigen, und auch die Finanzen kommen hier in Ordnung. In die Liebepartnerschaft kommt Stabilität, auch wenn eine gewisse Unsicherheit da ist, trotzdem kommt alles in Form. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, die Sicherheit und Stabilität. Viele Krebsgeborenen ändert sich etwas in wohnlichen Situationen, wie zum Beispiel Familien gründen oder ein neues Zuhause oder ein Umzug oder das Zuhause zu verschönern oder schlicht einfach zurückziehen und das eigene vier Wände auch mal diese Ruhe genießen. In die Liebepartnerschaft haben die Krebsgeborenen Glück, bei Gesprächen weniger, da sind Hindernisse da. Und gerade mit diesem heutigen Merkur-Bewegung, auch die Rückläufigkeit und auch die
dass das vor Sonnenaufgang aufgeht im Osthorizont, diese Geheimnisse, kann natürlich auch die Krebsgeborenen treffen, geheime Feinde oder irgendwelche Geschwätze hinter dem Rücken. Also sollen die Krebsgeborenen auch mal hinter den Kulissen schauen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren die schöpferische Kraft und das möchten sie auch umsetzen im Tat. Viele Löwengeborenen starten etwas Neues, entweder beruflich oder eine andere Umgebung wie ein Umzug, also örtliche Veränderung oder in die Liebepartnerschaft kann auch dieser Neuanfang bedeuten. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sich im Arbeitsplatz immer noch beengt und eingeschränkt, wo die Jungfraugeborenen aber Glück haben, das ist die Liebe und Partnerschaft. Und nicht nur das, sondern sie haben gerade Lebensfreude oder Lebenskraft, aber das erleben sie eher im privaten Bereich. Im beruflichen Situation sind diese Einschränkungen da. Vielleicht ist der Grund, dass viele Jungfraugeborenen sollen gerade beruflich neu orientieren. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen brauchen das innere Gleichgewicht. In die Liebepartnerschaft fühlen sich ein bisschen unsicher. Und heute ist auch nicht so gutes Gefühl, man verliert die innere Ruhe, das trifft gerade die Wagengeborenen und auch die Wiedergeborenen. Aber ein bisschen Geduld noch, weil in den kommenden Tagen kommt wieder die Leichtigkeit und kommt wieder die innere Ruhe und dieses Kraft. Aber im heutigen Tag, das schränkt ein bisschen ein die Wiedergeborenen und schränkt aber auch ein die Wagengeborenen. Worauf die Wagengeborenen achten sollen, das sind die Gespräche, die Kommunikation. Nicht nur warten, bis der andere sich meldet, sondern die Kontakt suchen, auf anderen zuzugehen. Das ist eine wichtige Botschaft gerade für die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück in die Liebepartnerschaft. Aber hier gilt auch nicht nur warten, bis die andere Gefühle oder Interesse zeigt, sondern aktiv sein. Die Kontakt suchen, auf anderen zuzugehen, Gefühle, Interesse zeigen oder ein Signal setzen. Manchmal reicht das auch ein Lächeln und so kommt das alles in Bewegung. So kommt auch in Harmonie und kommt auch die Stabilität. Dann haben die Skorpiongeborenen auch Glück in die Liebe. Aber die Venus-Energie spiegelt gerade etwas und das heißt konkret nicht nur warten oder Erwartungen haben, sondern auf anderen zugehen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung. Sie wissen noch nicht, welche Richtung soll das gehen, aber momentan ist vielleicht klug, mit ihren Inneren zu beschäftigen. Das heißt, die Ruhe bewahren, etwas verinnerlichen oder meditieren oder etwas vorstellen, wie soll das weitergehen oder etwas planen. Also eher passiv zu sein, hat gerade mehr Erfolg bei den Schützengeborenen. Und dann bekommen sie auch Klarheit, dann bekommen sie auch Orientierung oder braucht man noch Zeit, etwas zu planen und erst dann in die Tagen etwas Neues starten, etwas Neues beginnen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben Glück in die Liebepartnerschaft. Wo die Steinbockgeborenen weniger Glück haben, das sind die Gespräche. Kann auch bedeuten, dass sie geheime Feinde haben und irgendwelche Schwätzereien gibt hinter dem Rücken. Also bitte hinter dem Kulissen schauen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen erweitert sich etwas im Bekanntenkreis, Freundeskreis, entweder viel Aktivitäten oder Einladungen oder neue Freunde zu finden, ist natürlich auch möglich, erweitert sich die Freundeskreis, Bekanntenkreis, da sind aktiv die Wassermanngeborenen und in die nächste Zeit kommt auch ein beruflicher Erfolg, beruflichen Aufstieg. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen fühlen sich ein bisschen eingeengt oder unruhig.
Sie haben momentan das Gefühl, sie fallen in ein tiefes Loch rein und sie wissen nicht, wie sollen sie da rauszukommen. Es fehlt einfach die Kraft. Aber das ist auch ein Lernprozess gerade, wie sollen sie sich von etwas befreien oder loslassen. Etwas bedrückt momentan die Fischengeborenen und es trifft die Gefühle, die Emotionen. Von etwas befreien ist die Lösung, entweder eine nicht funktionierende Partnerschaft beenden oder die Ängste loslassen. Und dann geht es auch besser, dann kommt auch die Leichtigkeit und dann können die Fischengeborenen aufatmen und kommt alles in Bewegung, aber etwas bremst oder hindert gerade die Fischengeborenen. Oft sind es die eigenen Gefühle wie Angst und Zweifel. Und das war mein heutiges Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.